Was geht ab, Jungs? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Leute, ich mache hier gerade die Begrüßung mit meinem Handy, also nicht wundern, ich tue gleich auf die richtige Kamera switchen, die Qualität wird auf jeden Fall gleich besser. Ich weiß, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich war gestern bis 5 Uhr in der Früh oder so mit Erne und so noch unterwegs. Erne, Stefan und ein paar Kollegen von denen einfach aus München halt, die hier aus dem Umkreis kommen. Wir haben halt gestern noch gechillt, war richtig stabil. Erne, falls du das Video siehst, Bruder, schöne Grüße, richtig bester Mann, der Typ, ohne Witz, Leute. Ich bin auf jeden Fall heute auf dem Weg zum Can. Ihr habt den schon mal im letzten Video gesehen. Ich bin gerade auf dem Weg zu ihm und ich habe gehört, es gibt ein Lambo dort, den ich sogar fahren kann. Ob das stimmt, das weiß ich noch nicht, glaube ich erst, wenn ich sehe. Also sein Bruder hat irgendwie ein Autohaus und ich bin hier gerade in der S-Bahn. Das ist komplett irgendwo in Holzkirchen oder so ein Scheiß. Holzkirchen, ihr habt es gerade gehört. Und also es ist komplett am Arsch der Welt. Wir werden einfach so ein bisschen rumfahren, ein paar coole Spots sehen. Ich werde ein paar coole Aufnahmen machen. Dann werde ich eventuell noch den Lambo fahren, wenn es klappt alles. Oder halt der Bruder wird den fahren, weil das Ding ist, Mann, kannst du die Fresse halten? Nee, weil das Ding ist... Das Ding ist, wollte ich sagen, mit Versicherung und so ist ganz kritisch mit Lambo. Und ja, warum ich mit meinem Handy filme? Genau, weil ich meine Speicherkarte, ich Idiot, vergessen habe. Deswegen muss ich mir jetzt gleich eine neue kaufen. Auf jeden Fall dumm gelaufen. Aber ich bin gespannt, was der Tag so bringt. Ich werde einfach den ganzen Tag hier chillen, am Abend. Digga, ich gebe es auf. Wir sehen uns nachher. Okay, Leute, jetzt Qualitätswechsel. Ich habe meine Kamera. Ich bin auch hier schon direkt im Autohaus. Und zwar ist es das Autohaus Kevek von Can. Ich habe euch ja schon erzählt, dass sein Bruder halt so ein Autohaus hat. Ich werde euch auch die Homepage in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr vielleicht einen kennt, der irgendwie ein Auto kaufen will oder so, da seid ihr auf jeden Fall bei ihm an der richtigen Stelle. Ich führe euch jetzt mal so ein bisschen rum. Der Lambo kommt am Ende, der steht hier. Ich sehe ihn schon, aber ihr seht ihn noch nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal hier so ein paar Autos von hier. Das sind halt so Raritäten, sag ich mal, weil die gibt es halt nicht mehr so oft. Hier zum Beispiel der, ich will keine Scheiße labern, was war der? M3 war das, ne? Genau, hier einmal der M3. Stehen halt hier so quasi zum Verkauf. Man merkt schon, da ist irgendwas, gell? Voll warm hier sogar, ne? Einfach ein fucking 1er BMW. Habt ihr schon mal einen 1er BMW gehört, der so laut ist? Wie viel PS hat der? 450 PS. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Jetzt kommt der Lambo. Okay Leute, jetzt habt ihr das Auto gesehen, jetzt machen wir noch einen kurzen Soundcheck vom Lamborghini. Let's go. Okay, reicht nicht, dass die Bullen rufen. Man klebt einfach am Boden, das ist so heftig. Macht auch so Drifts ab und zu, deswegen hat keine Angst, er weiß, was er macht. Ist auf jeden Fall Action, Adrenalin ist da, aber auf jeden Fall krass. Da ist die Polizei. Auch wenn man nicht so ein riesen Fan ist von Autos, das ist ein Gefühl, das ist echt unbeschreiblich. Da wird, glaube ich, jeder Mann kriegt einen Haken bei sowas. Weil vor allem, man ist auch so richtig flach und er klebt einfach so richtig am Boden, das ist so gestört. Und der Sound, oh mein Gott, Alter. Ich glaube, die Polizei hat schon von Kilometern gehört. Wie schaltet der? Was Lenkrad? Nur da. Du kannst auch automatisch. Aber so zum Drücken ist besser, gell? Ja, ja. Thank you.
eine Frage ist jetzt bestimmt, die jeden interessiert. Wie viel kostet der? 120.000. Und so Versicherung, Schlucken, alles auch, kommt alles noch dazu, gell? Das willst du gar nicht wissen. Ja, aber das glaube ich dir, das ist auf jeden Fall. Ja, so ein Auto hat auf jeden Fall seinen Preis, klar. Vor allem, wenn man ihn so fährt, dann hat er auf jeden Fall noch mehr Preis. Das ist ein Sportwagen. Ja, Mann. Den muss man so fahren, ganz ehrlich, der ist dafür konzipiert, um einfach schon damit Gas zu geben, weißt du? Was war das gerade? Das war einfach wie eine Achterbahnfahrt. Guck mal, meine Haare an. Oh mein Gott, Digga. Das war gerade richtig Achterbahntrip. Ich schwör's dir, zu krass, Digga. Bruder, was soll man da sagen? Da kann man gar nichts sagen. Einfach krank. Okay, Leute. Das war's von dem Video. Nein, von dem Video war's noch nicht, aber das war's jetzt mit dem Lambo erstmal. Ja, danke natürlich auch an Ibo, dass wir auf jeden Fall damit fahren können. War auf jeden Fall echt ein Erlebnis. Schau mal, er hat einen Flyer gemacht für dich, gell, dass du kommst. Echt? Ist ja fertig? Zeig mal, gib korrekt, mal Alter. Leute, wir sind wieder im Auto. Wir gehen jetzt was essen, wie ich schon gesagt habe. Das ist der Unterschied, Alter. Einfach von Lambo in Mini. Also korrekter Typ. Da ist einfach so ein Flyer, dass ich in die Shisha Bar komme. Da fühle ich mich absolut wie so ein Star, was ich überhaupt nicht bin eigentlich, aber... Doch, nein, Mann. Endless heißt es, ne? Ja, Mann. Richtig korrekt. Wir werden auf jeden Fall vorbeischauen später. Ich werde euch auch dann mitnehmen. Bin auf jeden Fall gespannt, was da so abgeht. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal eine Kleinigkeit beißen, Leute. Danach fahren wir zum Tegernsee. Da wird es auch ein paar richtig korrekte Shots geben. Bruder, Wasser. Der Beste. Muss, Digga, muss, klar, was Alter. Was siehst du? Achso, du schickst Wasser. Alter, ist sogar Snapchat-Code. Was geht ab, Mann? Snap and live young. Jungs, das ist auch die Bäckerei von ihm. Bei ihm läuft richtig, Alter. Bruder hat Lambo, Bäckerei, alles am Start hier. Sollen wir raus oder drin? Lass da raus. Ja, okay. Jungs, ich schwör's euch, diese Lambo-Fahrt, ich hab mir schon für einen Moment Filme geschoben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es im Video überhaupt mitbekommen habe, dass er so absolut gedriftet ist und so ein Scheiß. Das war schon echt krass. Also ich habe noch nie so eine krasse Autofahrt, sag ich mal, miterlebt. Das war schon echt heftig. Aber hat auf jeden Fall gebockt und ich habe mich auch, muss ich sagen, sicher gefühlt. Obwohl er mega schnell gefahren ist, habe ich mich sicher gefühlt, weil man hat gemerkt, er weiß, was er macht. Leute, ich bin jetzt in der Shisha-Bar. Endless Shisha-Bar, das gehört dem... Boah, ich schwöre, ich mache es nicht mit Absicht. Ich habe echt seinen Namen vergessen. Ramsey, genau, von Ramsey. Leute, ich kann den Namen nicht merken, keine Ahnung wieso. Das ist der Ramsey auf jeden Fall. Hier gehört die Bar, sieht ganz gechillt aus. Jetzt ist noch nichts los, weil eigentlich ist noch gar nicht offen. Aber wir durften schon mal rein, hier ein bisschen chillen und so. Nachher wird auf jeden Fall, glaube ich, voll sein. Wer von euch hier in Miesbach in der Nähe wohnt, also kann auf jeden Fall gerne hier vorbeikommen. Ist auch hier, meine Kollegen sind auch hier und ist auf jeden Fall ein chilliger Laden. Kommt vorbei, Jungs. Wir sehen uns nachher. Wir sind angekommen am Tegernsee hier mit Can. Und Can, beide heißen Can auf jeden Fall. Gönnt euch, Leute. Oh mein Gott. Hayat. Hayat diese. Ja, wie krass, krank ich da reinzoomen kann. Richtig geil. Richtig geiler Ausblick hier auf der Bank. Wir sind ja einfach so chillig so bei so einer Wiese an der Bank. Und hier ist auch irgend so ein Schloss. Was ist das für ein Schloss? Was ist das? Hotel. Hotel? Schlossplatz bei ihm. Boah, Minuten. Was kostet dort die Nacht? Schau mal da. Was glaubst du, wie viele Filme? Was allein glaubt ihr, wie man. Die Küche von denen. Laber nicht. Ich schwör's dir da drin. Ah, die krank. Haben zu. Aber es ist bestimmt krass. Ich würde mich echt interessieren, was so ein Zimmer hier kostet, Mann. Hier Team Impact Merch. Für die, die es nicht kennen, richtig nice. Könnt ihr euch bei 3D Supply gönnen. Einfach bei 3D Supply auf die Seite gehen, dann auf Team Impact. Da findet ihr das, wenn ihr euch diesen Merch hier gönnen wollt. Ich finde das richtig nice, dieses T-Shirt. So, Jungs, wir sind jetzt bei Can zu Hause. Auf jeden Fall korrektes Zimmer. Kleiner Supreme Gangster. Er hat ja auch gerade diese Jacke, Leute. Wie findet ihr die Jacke? Könnt ihr mal sagen, warte, film ich mal ganz kurz. Ich glaube, ich kaufe die ihm ab, Jungs. Die passt ihm nicht, deswegen. Aber soll mal kommentieren, wie die Jacke. Ja, aber genau, kommentiert mal. Klamotten ist sowieso Geschmackssache. Viele sagen jetzt, boah, die ist ja ultra hässlich und so. Film mal so ein bisschen runter, dass man so unten auch sieht. Genau, genau. Die ist heftig. Ich finde die auch korrekt. Von hinten sieht die vor allem richtig geil aus. Ja, und innen ist die halt so. Hier nochmal das. Eins auf Schottenrock, ja, Mann. Ein heftiges T-Shirt auch noch. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen chillen. Ich bin richtig am Ende, Mann. Ich weiß nicht wieso. Ich habe gestern echt ein bisschen zu lange gemacht mit Ernährung und so. Wir waren echt bis 5 Uhr oder so waren wir noch wach. Hab den Jungen voll lang nicht gesehen. Deswegen haben wir uns gedacht, müssen wir echt ein bisschen Zeit verbringen und so. Ja, Mann. Boah, Digga, ich dachte, die Kamera ist am Arsch. Ciao. Okay, Leute, egal was ihr zu der Jacke sagt, ich habe sie jetzt einfach gekauft. Er hat Business gemacht. Er gönnt sich Fenerbahce Spiel. Jetzt rasten die Galatasaray Fans aus. Fenerbahce, Alter. Gegen Besiktas. Ja, jetzt sagt.
Gannelite gerade. Jungs, ich spiele gerade H1 das erste Mal in meinem Leben. H1, Z1. Viele von euch wissen ja, die meine Streams gucken, dass ich eher PUBG spiele. Und hier, Jan meinte, ich soll mal unbedingt einmal jetzt H1 ausprobieren. Ich finde aber keinen Gegner. Ich laufe schon seit 10 Minuten und finde keinen. Digga, wo sind die? Ich werde langsam aggressiv. Du rennst in die falsche Richtung. Ja, da, bei den Container. Da hinten? Genau, genau. Schau, Digga, film ich jetzt den ersten, der kommt nämlich direkt auseinander. Nein, ah! Der Bastard, ich hab verelbt. Egal. 30 HP habt ihr so. Ja. Nancy, was egal. Sagst du zum Spiel? Ich bleib bei COD. Ja, die hast du auch gesehen. Ja. So ein richtiger Ringeprofi, ja? Ihr findet es. Massi, das musst du kriegen. Der beste Mann bringt die Pizza heute. Korrekt, Bruder. Was ihr nicht hören könnt, Leute, ist ein bisschen laut hier. Aber wir haben korrekte Zeit. Hier mit den Jungs einmal. Hallo, ich bin der Reum. Zeig deine Brusthalle noch mal da. Mann, du hast recht. Herr Aki, bester Mann.